Ich klappe das jetzt mal zu. Ich glaube, Kamera ist ready. Ich glaube, hier muss ich stehen. Ja, ich glaube so. Brücken bauen und Barrieren beseitigen. Mein Name ist Erdin und in diesem Video wollen wir uns mal anschauen oder möchte ich euch mal zeigen, wie ein Video hier bei Blind Life, also bei mir eigentlich so entsteht. Natürlich in Bezug auf meine Sehbeeinträchtigung. Ich hatte bei meinem Video Blind Autofahren durch Leipzig mal einen Kommentar bekommen von Max Mustermann. Er hatte gefragt, ob ich diese Video oder wer diese Videos schneidet. Und da habe ich gesagt, dass ich das mache. Und er dann auch von Fragen gefragt hatte, das wäre doch ganz interessant, da mal einen Einblick zu bekommen. Bekommt ihr auch noch, aber wir machen quasi in diesem Video den ganzen Prozess. Also von Anfang bis Ende. So, die Idee und so steht schon. Wir machen ein Video über die App PhotoAuto. Oder PhotoAuto, ich weiß nicht, wie man es aussprechen soll, weil es mit einem T geschrieben wird. Und ja, was brauchen wir dafür? Eine Kamera. So, das ist meine Sony Alpha 6300. Dann brauchen wir ein Lavalier-Mikrofon, habe ich jetzt hier in dieser, in dem Kopfhörer, in der Kopfhörerschachtel drin quasi. Nur mal so nebenbei, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob ich perfekt im Bild bin. Das heißt, das wird später auch noch interessant. Ein Stativ, ich will das Ganze ja irgendwo aufstellen. Das schieben wir da mal hin. Da haben wir das grob schon mal fertig. Dann brauche ich für meine Kamera, damit ich es draußen überhaupt erkennen kann, hier eine Lupe, das ist eine 10-fach-Vergrößerung. Ich habe vergessen, wie es heißt. Dazu kommt aber auch noch ein separates Video. Das heißt, damit ich die Menüführung auf meiner Kamera erkennen kann. Dann brauchen wir, ach ja, für die Kamera immer einen Ersatzakku. Ich habe jetzt übrigens keine Ahnung, ob der aufgeladen ist. Ich nehme es einfach mit. Wenn wir dann die ganzen Videos gedreht haben, dann brauchen wir natürlich ein MacBook. Also ich schneide mit einem MacBook. Das finde ich immer ganz praktisch, zeige ich euch nachher. Und für den Schnitt brauchen wir natürlich auch immer Kopfhörer. In dem Fall jetzt standardmäßige Apple-Kopfhörer. Meine Apple AirPods habe ich verloren, beziehungsweise wurden vielleicht geklaut. So, das heißt, das ist eigentlich mehr oder weniger alles. Okay, um dieses Video hier zu drehen, habe ich natürlich die Vlogging-Cam, die ich euch jetzt nicht zeigen kann, und natürlich ein zusätzliches Stativ. Packen wir alles ein und dann geht's los. Wobei, was heißt einpacken? Das und das brauchen wir nicht mitnehmen, denn wir schneiden das Video ja nicht raus. Jetzt haben wir alles eingepackt und jetzt muss ich rausgehen und mir eine Location suchen. Ganz wichtig immer, Wind und so weiter und so fort muss immer berechnet werden. Okay, ich berechne da nichts. Ich gucke einfach nur, ob es zu stark, ob es sehr windig ist oder nicht. Also, los geht's. 12 Sekunden später. So, ich glaube, ich habe eine Location gefunden. Hinter mir seht ihr ein bisschen Wasser und Brücken. Es geht nämlich um die App PhotoAuto, hatte ich glaube ich gesagt. Es geht halt um Fotos zu machen und so weiter und so fort. Ja, und diese Fotos sollen halt... Ich weiß nicht, ob das künstlerisch angehaucht ist, so ein bisschen, also Fotos, die quasi anhand einer Tonspur oder anhand verschiedener Klänge, die Farben zugeordnet sind, eine tolle Musik oder Klänge hervorzaubern. Aber ich baue erstmal auf. So, die Vlogging-Cam ist positioniert. Es ist windig, aber ich glaube, ich krieg's trotzdem hin. So, dann lassen wir das erstmal laufen. So, die Kamera ist auch aufgebaut. Ich hoffe, das ist richtig ausgerichtet. Jetzt nehmen wir diese Kamera und packen die hier ran. Wo ist denn hier das Loch, Mensch? Ja, fürs Gewindestativ muss man da mal recht gut fühlen, weil ich sehe es immer nicht. Da ist es. Und jetzt muss ich so eine Platte quasi, die man aufs Stativ drauf macht. Und das muss man erstmal hier ranschrauben. Richtig rum wäre gut. Jetzt schieben wir das hier drauf. Nehmen wir jetzt vorne diese kleine Abdeckung ab. So, ich habe keine Ahnung, ob das richtig ausgerichtet ist. Jetzt schauen wir noch mal durch diese Kamera hier. Ah, toll, ich sehe fast gar nichts. Doch, die Kamera sieht man. Die
Gegend sieht man, glaube ich. Ja. So, diese Kamera, jetzt wird das Problem sein, durch diese. Nein! Durch diese Kamera durchzugucken. Das ist nämlich auch ein bisschen schwierig. Wow, ich sehe überhaupt nichts. Toll, jetzt habe ich ein Problem nicht berücksichtigt. Und zwar das Problem, wenn ich mich diesem Sensor hier nähere, also dieser Linse hier vorne, dann geht der Bildschirm aus. Das sehe ich jetzt überhaupt nicht. Ich kann die Einstellung dafür jetzt nicht verändern, weil dafür sehe ich viel zu wenig. Jetzt habe ich auch noch diesen Kabelsalat in der Tasche. Das muss jetzt auf jeden Fall an die Kamera ran. Und das einzige Problem ist hier, dass diese Kamera, also dieses Mikrofon hat hier so eine Einstellung, so einen An-Aus-Schalter. Ich weiß jetzt nur nicht, wann an und wann aus ist. Na toll. Das wird lustig. Ja, wie soll ich das jetzt testen? Das sind immer so die Schwierigkeiten. Das Ding müsste hier unten rein. Das Problem ist auch mal, dass die Kamera immer wieder ausgeht. Ich habe keine Ahnung, wie man das ändert. Ah, jetzt ist die Kamera an. Jetzt machen wir mal einen Test auf. So, dies ist ein Test. Ich hoffe, es funktioniert. Jetzt kommen wir blind in die Menüeinstellungen. Ja, ich muss nach oben. So, ich habe jetzt irgendwie das Problem, dass sich die Qualität des Mikrofons irgendwie Mist anhört. Oder es ist durch diese billigen Lautsprecher der Kamera. Tja, das weiß jetzt niemand. So, perfekt ausgerüstet. Meine Haare fliegen durch die Gegend und jetzt können wir, glaube ich, loslegen. Ich bin immer ein bisschen aufgeregt bei meinen Videos, muss ich ganz ehrlich sagen. Läuft das hier überhaupt noch? Ja, ich habe mal kurz Stopp gemacht und wieder eingeschaltet, damit ich überhaupt kontrollieren kann, ob es überhaupt noch läuft. So, jetzt könnten wir mal hoffen, dass der Wind mal ein bisschen weniger wird für ein paar Sekunden. So, jetzt können wir das. Jetzt warten wir mal kurz, bis der Zug dahinter weg ist. Eigentlich könnte ich meine Sonnenbrille nehmen, oder? Ach komm, ist cooler. So, das Ding ist an. Wir nehmen einfach mal auf. So, ist jetzt gestartet und jetzt versuche ich nicht auf dieses Kabel zu treten. Und hoffe, dass die Kamera richtig ausgerichtet ist. So, sagt die Kamera. Ich habe vor. Ja, müsste glaube ich gehen. So. Brücken bauen und Barrieren beseitigen. Mein Name ist Erdin und heute bin ich. Ach, das ist windig. Brücken bauen und Barrieren beseitigen. Mein Name ist Erdin und heute sind wir hier draußen in der Nähe vom Wasser. Denn heute habe ich eine tolle App für euch. Diese App heißt Fotorot. Und jetzt erstmal schalten wir kurz mal nach Hause und wollen uns diese App zu Hause anschauen, denn das ist relativ schwierig hier draußen. Okay, ich habe gesagt, wir schalten nach Hause. Wann schalten wir dann nach Hause? Na egal. Gut, und jetzt wollen wir uns die App anschauen und machen mal ein paar Fotos. Ja. Zweite Aufnahme. Und jetzt kann ich quasi ein Foto schießen, wie ich euch das ja eben gezeigt habe. Wir drehen uns mal um. Wir machen einfach mal ein Foto. Ich halte es einfach mal hier so aufs Wasser und. Nee, wir machen noch eine Aufnahme. Das hat mir nicht gefallen. Ja, auch schaut euch meine anderen Videos auf jeden Fall an. Ich wünsche euch noch viel Spaß und wir sehen uns. Das Problem ist auch bei so einem Wetter, weil das Wetter so schön ist, ist es natürlich auch relativ schwierig für mich zu sehen. Das heißt, mit der Sonnenbrille geht es jetzt einigermaßen. Aber diese ganzen Display ablesen und gucken. Ihr habt zwar gesehen, dass ich am Anfang auch ein Foto, eine Lupe mitgenommen habe. Aber hier draußen ist es doch ein bisschen schwierig mit der Lupe. Eins. Nummer zwei. Jetzt muss ich euch mitnehmen. Jetzt habe ich eigentlich alles eingepackt, hoffentlich. Mein zweites Stativ, anderes Stativ auf der Schulter, Rucksack drauf. Folge dem Pfeil. Okay, machen wir. Jetzt sind wir zu Hause. Und bevor ich jetzt die Szene hier drehe, wie diese App aufgebaut ist, bevor wir das mit VoiceOver durchgehen, mache ich das mal so, dass ich mir erstmal ganz kurz einen Überblick verschaffe, wie das jetzt mit den Außenaufnahmen geworden sind. Dann, wenn die Außenaufnahmen nichts geworden sind, dann brauche ich das hier auch nicht quasi. Also kann ich natürlich schon machen, aber dann müsste ich wieder raus und hier und da. Ach, hier ist es so.
Das hier ist jetzt... Oh, warte mal, erstmal hier. Passwort eingeben, ne? Oh, warte, dann machen wir irgendwas drauf. Nein, ich geh weg. Ihr sollt mein Passwort nicht sehen. Ah, wow, warte. Voll das coole Feature. Habe ich ja voll vergessen. Meine Apple Watch kann das Ganze ja entsperren. Nein, verdammt. Oh nein, jetzt habe ich es. Oh. Gut, den Trick kann ich euch auch mal zeigen. So, Apple Watch habe ich um. Ich klappe mein MacBook auf. Zack, entsperrt. Cool, oder? Okay, dann nehmen wir mal hier die Karte raus. Die SD-Karte. United. Also ihr seht auch, dass ich eine Vergrößerung brauche, damit ich jetzt hier sehen kann. Und jetzt gehen wir da einfach mal rein. Ja, wo ist das denn? Hier, ne? MP. Oh, hier ist auch nichts dran. Okay. Ja, ihr müsst wissen, jedes Mal, ich vergesse immer, wo das Ganze gespeichert wird, weil ich weiß auch nicht, warum da so viele Ordner sind. Ich formatiere es jedes Mal und es macht immer trotzdem eine Menge Ordner. Okay, wir haben hier unten etwas. Ich schaue mir das hier in Ruhe an, aber für euch blende ich das natürlich jetzt direkt ein. Moment, speichern könnte ich jetzt machen. Das dauert jetzt auch noch ein bisschen. Doppel drauf tippen, dann öffnet sich das. Ja. Problem ist, was ich jetzt habe, wir haben das doch richtig gehört. Irgendwie hat das mit dem Mikrofon nicht so gut funktioniert. Ich klappe das jetzt mal zu. Nein, ich muss es aufklappen. Ich werde euch jetzt eine Szene einfügen und danach gebe ich meinen Kommentar dazu ab. Jetzt. Ich drehe hier mein neues Video zur App Fotorotto. Und das zeige ich euch jetzt natürlich auch mal hier auf der rechten Seite. In dieser Szene habe ich doch gerade gesagt, ich habe dieses Foto aufgenommen und jetzt füge ich das euch hier rechts ein. Das Problem ist, in dieser App habe ich jetzt zwar diese Fotos gemacht, ich habe sie aber nicht gespeichert. Warum? Weil der Speicherprozess mir zu lange gedauert hat. Das heißt, ich habe die App geöffnet, ne, ganz einfach, hier bin ich quasi rein. Habe dann auch das Foto davon gemacht. Ich fotografiere das hier. So, ich fotografiere jetzt hier noch einmal ab. Weil irgendwie... Gut, Moment speichern, okay. Ah, jetzt geht es, guck mal. Das ging dann vorhin nicht, jetzt heißt es grau dargestellt, das heißt... Bearbeitung läuft, jetzt läuft die Bearbeitung. Das heißt, das hat, und was heißt Bearbeitung läuft? Ihr seht, es dauert ein bisschen. Und darauf hatte ich irgendwie keine Lust vorhin mit dem Interview. Ja, jetzt, genau. Jetzt kann man es quasi speichern. Und das ist der Punkt. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen können von mir, wie das so ist, wenn ich ein Video drehe. Sogar diesmal richtig mit einem Fail quasi, also wo es überhaupt nicht funktioniert hat. Aber es ist authentisch, so ist es halt. Es heißt nicht, dass man rausgeht, alle Videos funktionieren perfekt und dann kommt man wieder nach Hause, zack, 5 Minuten Video gedreht, geschnitten, fertig. So läuft das ja natürlich nicht. Das ist schon ein bisschen aufwendiger. Ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Und es halt hier ganz schön. Also ich wünsche euch viel Spaß, auf Wiedersehen und hey, tut mir leid. Ciao.